Ahoi ihr Lieben, ich brauche täglich ein frisches Hemd, hasse aber das Bügeln wie die Pest und deswegen bin ich froh, dass ich eine Tiefer Dampfbügelstation habe. Ich bin seit Anfang an ein riesiger Fan der Tiefer Hochdruckdampfreinigungsstation. Klingt schwierig, ist im Endeffekt ein Bügeleisen, wo der eigentliche Mechanismus, der den Dampf erzeugt, eben nicht im Bügeleisen ist, sondern hier in diesem großen Tank. Das heißt also, ihr müsst nicht die ganze Zeit das Gewicht des Wassertanks mit euch mitbewegen oder mit dem Bügeleisen mitbewegen. Auf jeden Fall, das ist jetzt schon mein viertes Gerät, was ihr hier sehen könnt. Das ist das Tefa Pro Express Ultimate Plus. Das ist das diesjährige Topmodell und hier seht ihr eben den Topliner der Vorjahresgeneration, die Pro Express Ultimate. Vielleicht am Anfang, warum ich diese Serie überhaupt so liebe. Zum einen, es geht einfach viel schneller als mit dem klassischen Bügeleisen. Ihr spart wahnsinnig viel Zeit. Ich würde sagen, der Hälfte, ein Drittel braucht ihr dann nur noch von dem, was ihr früher gebraucht habt. Und das einfach nur dadurch, dass ihr eben ein sehr gutes Bügeleisen verwendet. Und ganz ehrlich, wer täglich ein Hemd braucht, so wie ich zum Beispiel, bei dem läppert sich das übers Jahr auch ganz schön und dann ist es mir das Geld auch letzten Endes wert. Zeitersparnis zum einen durch diese schöne Sohle, die nämlich unwahrscheinlich gut gleitet und sich auch selbst reinigt. Tefa spricht hier von der Duryllium-Sohle. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Die ist auch schön geformt. Man kommt gut in die kleinen Ecken und gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, die vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ja, Knicke reinbügelt. Aber das ist irgendwie nur so ein Gefühl, kann ich nicht ganz genau beschreiben. Und zum anderen hat so eine Dampfbügelstation einfach viel mehr Druck, als es normales Bügeleisen haben kann. Wir sprechen hier von 8 Bar. Das ist schon eine ganze Menge. Die Wasserdrücke und auch die Gramm pro Minute, also der Ausstoß an Wasserdampf pro Minute, wurde von Generation zu Generation erhöht. Wir sprechen hier von 180 Gramm pro Minute, hier von 190 Gramm und im Boost-Modus 580, 650, was dann schon ein ganz schöner Unterschied ist. Die Boost-Funktion aktiviert ihr übrigens ganz einfach über den Knopf hier links vom Anschalter. Und dann habt ihr eben eine ganze Menge mehr Dampf, was hervorragend ist, wenn ihr dicke Stoffe wie Mäntel oder Jeans bügeln müsst. Über die Mode-Taste könnt ihr hier oben diesen Smart-Mode aktivieren und dann nutzt ihr einen integrierten Beschleunigungssensor, um eben festzustellen, wenn das Bügeleisen bewegt wird und nur dann eben auch den Dampf zu produzieren. Was einfach euch erspart, den Knopf zu drücken. Ist ein kleines, schönes Gimmick, sorgt nochmal für mehr Komfort. Viel interessanter finde ich, dass die neue Generation wesentlich leiser ist als die Vorjahresgeneration. Ich würde sagen, ungefähr halb so laut nur noch. Und das ist schon ein schöner Komfortzuwachs. Ich kenne auch viele Leute, die nebenbei Fernsehen schauen oder Radio hören. Und da macht sich das eben schon bemerkbar, wenn es ein ganzes Stück leiser ist. Das sind die Unterschiede zwischen den beiden. Was sie gemeinsam haben, ist zum einen das Design. Das Gehäuse ist komplett gleich. Der einzige Unterschied, den man sehen kann auf den ersten Blick, ist eben die Farbe. Das ist sicherlich Geschmackssache. Ich finde hier die schwarze Version sehr, sehr schick und elegant. Vor allen Dingen der Griff mit so kleinen schwarzen Punktemuster drauf, was aber nur so unscheinbar ist. Und das verleiht dem Ganzen, wie ich finde, einen ziemlich edlen Eindruck. Wobei ich auch die Vorjahresgeneration mit dem Blau-Weiß eigentlich schon ganz schick für ein Bügeleisen fand. Ebenfalls gemeinsam haben beide Bügeleisen den Antikalk-Kollektor. Das ist ein System von Tefa, was eben den Kalk sammelt. Und dann müsst ihr das nur regelmäßig rausziehen. Das ist hier an der Seite. Ihr zieht den raus und dann klopft ihr das Kalkpulver ab und fertig. Funktioniert sehr gut und sammelt auch eine ganze Menge Kalk. Das ist richtig gut, wenn man in einer kalkigen Gegend wohnt, wo das Wasser eben ziemlich hart ist. Einfach zum einen, weil dadurch eben eure Wäsche gepflegt wird. Es gibt vor allen Dingen auf schwarzer Wäsche keine Kalkflecken. Und zum anderen ist es eben auch gut für die Bügeleisensohle, weil sich dieses Kalkzeug auch mit der Zeit einbringen kann. Weswegen viele sonst sterilisiertes Wasser nehmen. Das braucht ihr hier mit der Maschine eben zum Beispiel nicht machen. Auch gleich bei beiden ist diese Schlauchaufwicklung, die man hier unten sehen kann. Beziehungsweise hier habe ich eben den Schlauch schon rausgenommen. Und dieser Schlauch transportiert eben den Dampf von der Station hin zum eigentlichen Bügeleisen. Und der ist absolut ausreichend in der Länge, genauso wie das Stromkabel. Der Griff ist ebenfalls ergonomisch sehr schön gemacht und auch die Haptik ist top. Es fühlt sich irgendwie wertig an, wenn man das Ganze nutzt.
Der Wassertank ist bei beiden sehr, sehr groß, mit 1,9 Litern in beiden Fällen. Das ermöglicht also ein sehr, sehr langes Bügeln, das reicht für ganze Wäschetürme, ohne dass man eben auffüllen muss. Und wenn man doch mal auffüllen sollte, dann kann man das einfach mit dem Betrieb rausziehen, auffüllen und wieder reinstecken, ohne dass man das Bügeleisen ausmachen muss. Starten tun sie beide auch sehr schnell. Wir reden hier ungefähr von 90 Sekunden, je nachdem, welche Temperatur ihr natürlich eingestellt habt. Ebenfalls teilen sie sich eine praktische Oberfläche, wo man das Bügeleisen gleich draufstellen kann. Die ist nämlich temperaturfest. Und zum anderen könnt ihr die hier über diesen kleinen Hebel eben einspannen und dann direkt wegtragen. Finde ich eine coole Sache. Was ich ein bisschen uncool finde, sind die Preise. Wir sprechen hier von 370 Euro und hier 270 Euro. Ist schon gehoben, aber wie gesagt, wenn man viel bügeln muss, lohnt sich die Anschaffung in meinen Augen. Und wer ein bisschen sparen will, der greift einfach zur Vorjahresgeneration. Man spart 100 Euro dafür, dass die Maschine etwas lauter ist und nicht diesen Smart Mode hat. Finde ich einen gelungenen Deal. Ansonsten ist die hier schon wirklich top. Links zu beiden Maschinen findet ihr wie immer unter dem Video. Mich würde jetzt mal abschließend eure Meinung interessieren. Sagt ihr 100 Euro dafür, dass es leiser ist? Okay, bezahle ich gern. Ich nehme die Pro Plus. Oder sagt ihr, ja, ein bisschen Geld sparen und mit den 100 Euro gehe ich lieber ein paar Mal essen? Ich nehme nur die ganz normale. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ich bin da wirklich gespannt, was so rauskommt. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen schauen, wie so die Leute ticken. Ahoi!